Man ist so viel mehr als sein Aussehen. So, du bist Energie, das ist nur die Hülle. Wirklich sich selber auch einfach mal pushen, out of your comfort zone. Ich weiß, das ist total unangenehm. Ich glaube immer daran, solange gute Worte mich treffen und solange mehr Frauen schreiben, dass sie mir dankbar sind, dass meine Geschichte ihnen geholfen hat, dann ist das für mich so viel mehr wert als jedes blöde Kommentar. Hallo und herzlich willkommen zu Group Chat with Saro, meiner ersten eigenen YouTube-Talkshow, die hält, was sie verspricht. Wir haben spannende Gäste, die ihre persönliche Story erzählen und Themen, über die selten so offen gesprochen wird. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein privater Talk, den man sonst nur aus WhatsApp-Gruppen kennt. Heute geht es um das Thema Selbstliebe, Bodyshaming und Selbstakzeptanz. Wie kommt es überhaupt dazu, dass man sich selbst nicht akzeptiert? Wie hat Social Media Einfluss darauf? Und was kann man tun, um seine Selbstliebe zu fördern? Wir hören immer von allen Seiten, man soll sich selbst lieben, aber wie funktioniert das eigentlich? Wir hören heute noch mal genauer hin. Unser erster Gast ist die liebe Tanja Marfo. Schön, dass du da bist. Stell dich vielleicht erstmal kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, schön, dass ich hier sein darf. Also ich bin die Tanja, ich bin, werde jetzt 44, bin Mama und mache das Influencer-Game jetzt, glaube ich, schon seit 10 Jahren, mache das sehr gerne und beschäftige mich unter anderem mit dem Thema Selbstliebe, aber auch viel Mode, Body Positivity würde ich sagen auch. Aber vor allen Dingen geht es mir darum, dass Menschen aller Körperform gesehen werden sollten. Ich komme eigentlich aus der Body Positivity-Ecke, also ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass Menschen so wie sie sind sein dürfen. Und dann war natürlich meine Entscheidung, ich mache jetzt eine Magenverkleinerung und nehme auf einmal fast 70 Kilo ab. Das war dann schon für meine Community erstmal komisch. Also ich habe jetzt im Januar 23 hatte ich meine Schlauchmagen-OP und habe jetzt fast 70 Kilo abgenommen innerhalb der letzten 11 Monate. Also habe bald Schlauchmagen-Geburtstag. Und das ist schon eine Transformation, die ich aber von vornherein war mir bewusst, dass ich das sehr ehrlich teilen möchte. Also ich will mich da nicht verstecken. Ich will auch nicht auf einmal irgendwie abhauen und dann bin ich wieder da. Und das war mir ganz wichtig. Und ich gehe mit dem Thema sehr offen um. Also wie verhält sich meine Haut, wie ist mein Umfeld, was macht es mit mir, wenn ich auf einmal in einem normalen Geschäft einkaufen kann, auf einer Hängematte liegen kann, wie heute in der Bahn passe ich in den normalen Sitz und brauche keinen, muss die Lehne nicht hochklappen, sondern kann einfach da sitzen und kann auch meine Beine übereinander schlagen. Also all solche kleinen Momente, die für mich was ganz Besonderes sind und für die anderen Menschen da draußen vielleicht was ganz Normales, das ist so Teil meiner Reise und da nehme ich alle mit. Und wie würdest du sagen, kann man das vereinbaren? Also auf der einen Seite Body Positivity und auf der anderen Seite sich eine OP unterziehen, die ja wirklich auch gefährlich ist. Wie kannst du das vereinbaren? Also wie hast du das für dich selbst auch entschieden? Also ich glaube, es kommt irgendwann der Punkt, den man merkt, wenn ich mich zur Seite bücken möchte, kann ich nichts aufheben. Das waren so die ersten Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich konnte nicht länger irgendwie am Ende nicht mehr als so 10, 20 Meter gehen. Ich war total schnell aus der Puste. Ich habe immer viel Sport gemacht und immer geschwommen, aber ich habe immer gedacht, so warum nehme ich nicht ab? Warum dauert das so lange? Ich sollte eigentlich viel schneller abnehmen. Und ich glaube, man kann das sehr gut vereinbaren, wenn man das Thema Body Positivity jetzt einmal außen weg lässt und sich wirklich erstmal um sich selber kümmert. Weil ich bin einmal die öffentliche Person auf Instagram. Klar, ich setze mich für Sehgewohnheiten aller Art ein, aber es geht ja auch um meine Gesundheit. Und ich habe nie gesagt, ich habe vor 3 Jahren mein Buch Size, also aus dem Englischen Size Egal, geschrieben. Und da habe ich gesagt, das ist für mich, mir ist es eigentlich relativ egal, wie jemand aussieht, welche Konfektion er hat. Aber ich habe auch im Buch damals schon geschrieben, dass ich nicht glaube, dass der Körper dafür gemacht ist, 180 Kilo oder mehr zu tragen. Und ich bin mit fast 200 Kilo in den OP gegangen. Also das war nicht ohne Risiko, aber Gott sei Dank hat alles gut geklappt. Und es geht mir sehr gut. Würdest du sagen, mit Body Positivity redet man sich das dann auch vielleicht so ein bisschen schön, wenn man eben ein Gewicht hat, das nicht mehr für die Gesundheit gut ist? Das ist ja immer so ein relatives Thema, ne? Weil ich glaube, wir verstehen den Unterschied, die meisten verstehen den Unterschied nicht zwischen Body Neutrality, das bedeutet, alle Körper sind erstmal da und sind so, wie sie sind und sind auch okay und dürfen auch gesehen werden. Und auf der anderen Seite gibt es halt die politische Bewegung, das würde ich einmal gerne komplett außen vor lassen. Okay, Weil für mich geht es tatsächlich es geht mir um mich, um meine Gesundheit und wenn ich dann gesagt, ich habe natürlich auch Angst vor diesem Schritt gehabt, auch Angst davor, darüber zu sprechen, aber es geht mir um meine Gesundheit und ich glaube schon, dass man vielleicht an einen Punkt kommt, wo man gar nicht merkt,
wie viel Gewicht der Körper eigentlich trägt. Das glaube ich schon. Also, dass man irgendwann so dieses Gefühl hat, es fallen so die Scheuklappen von den Augen und dass man auf einmal merkt, okay, ich kann so die normalen Dinge nicht. Vielleicht mache ich mir das ja alles schön, dass ich ins Restaurant gehe, so habe ich es gemacht, dass ich in ein Restaurant gehe, ich weiß, da sind denn keine Lehnen an den Stühlen oder ich gehe ins Kino, das breitere Sitze hat. Also, das sind schon Sachen, die dann Alltag einschränken. Genau, das war sehr einschränkend für mich auf jeden Fall. Und ich habe auch für mich dann gesagt, okay, ich bin jetzt hier einfach mal ehrlich zu mir und sage, ich möchte jetzt das machen und habe dann vorletztes Jahr im Mai dann damit angefangen und habe mich ein bisschen informiert und mit diesem Schritt auch sehr informiert wirklich gegangen, weil ich genau weiß, welche Risiken das sind. Und mir ist einfach wichtig zu sagen, wenn du Hilfe brauchst, jeder soll das für sich selber entscheiden. Also ich möchte niemanden überreden, er oder sie soll sich operieren lassen. Aber ich möchte sagen, wenn du Hilfe brauchst, bitte such sie dir. Weil so viele Menschen werden, dicke Menschen werden diskriminiert beim Arzt. Ne? Oder auch Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Da gibt es so viele Punkte, die zum Thema Diskriminierung dazugehören. Und ich denke halt, wenn du Hilfe brauchst, bitte such sie dir. Melde dich bei deinem Adipositas-Zentrum, gibt es in jeder Stadt. Oder vertraue dich einem Psychologen, einer Psychologin an und such dir Hilfe und schau, was deine Triggerpunkte sind. Bei mir war irgendwann der Grundumsatz so niedrig, dass ich wirklich erst abgenommen habe nach meiner OP, weil ich einfach viel, viel, viel weniger essen konnte. Würdest du sagen, dass du dich früher auch selbst geliebt hast oder kam das jetzt erst im Nachhinein? Ich habe mich anders geliebt. Also ich habe gelernt, dass Selbstliebe keine Medaille ist. Also ich gebe dir jetzt hier einmal das Thema Selbstliebe, bitte schön, und das ist jetzt immer gleich. Das muss man sich jedes Mal wieder verdienen, sage ich mal, beziehungsweise sie neu erarbeiten. Und ich habe mich schon geliebt, weil sonst wäre ich den Schritt ja für mich nicht gegangen. Also das war und ist mir ganz wichtig, dass ich mich mochte mit mehr Gewicht, ich auch meinen alten Körper nicht ablehne, denn ich bin der Tanja vom letzten Jahr sehr, sehr dankbar, dass sie diese ganzen Vorbereitungen gemacht hat. Also es war für mich gar kein Thema, dass ich mich nicht liebe, sondern dass die Menschen mir das nicht geglaubt haben, dass ich mich nicht genug liebe, weil ich eben anders aussah. Na, also das war für mich immer so ein Punkt, den ich nicht ganz so verstanden habe. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir begrüßen nämlich unseren nächsten Gast, und zwar ist es die liebe Elena Miller. Liebe Elena, schön, dass du da bist. Du bist ja Self-Love-Coach, du gibst Coachings, du bist der Experte, die Expertin für Selbstliebe. Erzähl doch mal, stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du? Ich bin die Elena, 29 Jahre alt. Ich bin auf das Thema Selbstliebe gekommen durch meine Mama, die, als ich 15 war, sehr stark depressiv wurde und ich gemerkt habe, okay, wie ist es eigentlich, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt? Muss es so weit kommen? Ich weiß, dass Depressionen natürlich auch mehrere Ursachen haben, aber es hat mich einfach so vieles hinterfragen lassen. Ich habe die letzten Jahre als Moderatorin gearbeitet, habe aber das Ganze immer schon so nebenbei gemacht und habe mich jetzt tatsächlich vor 3 Monaten selbstständig gemacht, physische Produkte rausgebracht, Journals, Affirmationskarten, gebe 1-on-1-Mentorings, Online-Kurse und ja, liebe das Thema und bin so richtig passionate darüber, weil ich einfach gemerkt habe, damals, als ich mich unwohl gefühlt habe in meinem Körper, ich habe alles gemacht von Diäten zu Sport und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich habe so viel schon probiert und irgendwie nicht die Resultate bekommen, die ich wollte, jetzt probiere ich es doch mal mit Selbstliebe. Es gibt ja auch einen Begriff dafür, Body Dysmorphia, habe ich es richtig ausgesprochen. Es hört sich so ein bisschen für mich danach an, aber wie bist du da rausgekommen? Weil ich glaube, viele Frauen, vor allem durch Social Media, haben mit diesem Problem zu kämpfen. Hast du da einen Guide oder eine Übung, die man vielleicht jeden Tag machen kann? Ja, also für mich war es auch so, ich will immer gar nicht dieses Vorher-Nachher-Bild irgendwie so zeigen, weil ich war schon immer von Natur aus relativ schlank, aber ich habe mich trotzdem nicht wohl gefühlt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, also noch eine Diät kann es jetzt irgendwie nicht sein, sich ständig schlecht zu fühlen, war irgendwie auch over it. Und kenne eben auch super viele Freundinnen von mir, die ganz schlank sind und sich einfach nicht mögen. Und dann dachte ich so, okay, ich probiere es jetzt einfach. Und bei mir hat es alles angefangen mit Affirmationen. Also ich habe dann Affirmationen ausgesprochen in Spiegel und auf einmal hat sich total viel verändert, also auch körperlich. Also habe ich tatsächlich auch damit angefangen. Wir hatten gestern auch eine Folge, da wo ich auch so einen Tipp gegeben habe, aber kannst du uns ein konkretes Beispiel nennen? Also was machst du da vorm Spiegel? Also ich stell mich vor den Spiegel und ich finde, die einfachste Affirmation zu wiederholen ist einfach, ich liebe mich. Und ich merke, wenn ich Workshops gebe, wie vielen Menschen es einfach so schwer fällt, das zu sagen und sich wirklich dabei anzuschauen. Also wirklich in den Spiegel zu schauen, am Anfang natürlich gerne bekleidet, irgendwann, wenn man dann vielleicht weiter ist, gerne auch nackt. Ich weiß, das ist für viele eine Überwindung, aber ich glaube, so dieses ich liebe mich und es wirklich mehrmals sich am Tag in den Spiegel zu schauen,
macht so einen Unterschied. Weil wir wollen immer geliebt werden von allen anderen, aber es fängt mit uns einfach an. Deswegen, warum nicht sich selbst das erstmal sagen? Also was ich zum Beispiel ganz schwierig finde, ich habe auch vor Jahren schon damit angefangen, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, es ist ein Trend geworden. Auf einmal hat jeder von Selbstliebe gesprochen, was eigentlich wichtig ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es dadurch so Larifari geworden ist und jeder liebt sich selbst. Aber ob man es dann so richtig verstanden hat, bin ich mir nicht sicher. Also wie kann man das unterscheiden? Also ich glaube erstmal, sich selbst zu lieben ist ein lebenslanger Prozess. So, man ist nie wirklich angekommen und jetzt muss ich nichts mehr tun, sondern man darf ja immer noch mehr über sich, sich besser kennenlernen, noch mehr wissen, wie man funktioniert. Ich glaube, es ist einfach so mit sich so, also ich glaube, es ist ein Gefühl, das man nur beschreiben kann, wenn man es so schon mal gespürt hat, so dieses einfach zufrieden zu sein, nicht ständig zu mäkeln, so da oder wenn ich das noch oder dies oder wenn ich den Po hätte mit dem Körper dann, also ich glaube, viele können sich da wiedererkennen, dass man so dieses, vor allen Dingen durch Instagram, durch Social Media einfach immer wieder sich da so vorstellt, ja wenn dann. Und ich glaube, wenn das mal weg ist, dann ist man schon einen großen Schritt weiter, wenn man einfach sich jemand anders anschaut und denkt, wow, wunderschön und trotzdem liebe ich mich, ohne sich da zu vergleichen. Schöner Satz. Was denkst du, wie kann man Body Positivity und eine OP vergleichen? Ja, also ich sehe das ehrlich gesagt genauso wie du, Tanja, dass der Schritt zu sagen, ich mach jetzt was anders oder nimm eine Veränderung vor, die dir jetzt so gut tut und wo du so glücklich bist, dass du sie gemacht hast, das ist sich zu entscheiden, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt, damit es mir besser geht. Das ist Selbstliebe. Weil man sagt ja auch oft, also grundsätzlich jetzt Schönheits-OP ist jetzt nicht auf dich bezogen, sondern grundsätzlich sagt man ja, wenn man jetzt seine Nase operieren lässt oder da Fettabsaugung, hast du nicht gesehen, alles Mögliche an OPs oder Filler, was auch immer, dass man sich dann nicht selbst lieben kann. Stimmt das? Nee, würde ich so nicht sagen. Also ich bin immer der Meinung, dass wenn man es macht, dass man davor schon wirklich happy und schon Selbstliebe praktiziert hat und nicht denkt, dass die OP einen glücklicher macht oder dass die OP dann wirklich was verändert. Weil wir alle kennen die perfekte Person, die wunderschön ist von top to bottom und sich nicht mag. Deswegen, wenn man davor schon sich bewusst ist, okay, diese OP wird dieses innere Gefühl nicht stillen, aber ich habe schon viel mit mir gearbeitet, schon wirklich an viel Selbstliebe praktiziert und dann entscheide ich mich, dann glaube ich, ist es aus einem ganz anderen Grund, als ich mache das jetzt, damit ich mich wunderschön fühle oder erfüllt fühle oder glücklicher mit mir bin. Also der Beweggrund sollte einfach anders sein. Genau. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Ja, natürlich, also jetzt so Schönheits-OPs sind, damit wir nach außen hin schöner sind, das ist natürlich so. Daran ist auch nichts falsch, aber ich glaube, dass wenn wir wissen, dass die OP nicht dazu führt, dass wir auf einmal ins Spiegel schauen und uns wunderschön finden, ne, dann ist es eine andere, also dann ist es so, ja, ich mach's und ich habe mich dafür entschieden, bewusst, aber ich habe vielleicht davor schon Selbstliebe praktiziert, damit ich mich dann wirklich besser fühle. Ich finde, das ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben ja noch einen Gast und zwar die liebe Jasmin, eine wunderschöne Frau. Ja, aber wir sind echt mal gespannt, ob sie das auch so sieht. Hi. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, liebe Jasmin. Also ich bin ja auch ganz geflasht, weil du so eine schöne Frau bist. Danke. Siehst du das selbst auch so? Wir steigen gleich ein. Also gibt's irgendwas, was du an dir verändern wollen würdest? Zurzeit? Nein. Hast du schon mal was verändern lassen? Ja, also ich habe mir vor 2 Jahren die Lippen machen lassen, ungefähr. Das war auch eine Entscheidung, die sehr aus dem Affekt heraus geschehen ist eigentlich. Also ich war einfach nicht zufrieden mit der Situation und habe mich dann einfach dazu entschieden, ey, das gefällt mir gerade nicht, ich mache das jetzt. Aber letztendlich, wenn ich zurückblicke, muss ich dazu sagen, dass ich mir da lieber mehr Zeit genommen hätte, um auch selber für mich zu entscheiden, löst es halt eben eigentlich meine Probleme, die ich habe, oder ist das quasi wie so ein Pflaster auf meine Wunde, was so kurzzeitig jetzt mir hilft, um mich besser zu fühlen. Letztendlich hätte ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber ich hätte mir einfach gerne die Zeit genommen, mich besser einfach zu informieren, mir mehr Gedanken darüber zu machen. Man kennt es, man möchte was machen, geht dann zu dem nächsten Arzt und dann, nicht die beste Entscheidung gewesen, scheiße. Genau so war es dann letztendlich, aber ja. Wir sind ja direkt jetzt in die Frage eingestiegen, aber stell dich bitte erstmal vor, woher kennt man dich vielleicht? Also ich bin auch Content Creatorin, ich mache hauptsächlich Beauty und Fashion und nehme eigentlich die Leute mit in meinem Alltag, in meinem Leben, genau.
Ja, das war's. Schön. würdest du sagen, dass dann vielleicht Social Media auch dazu beigetragen hat, dass du deine Lippen jetzt machen wolltest, weil du vielleicht öfter Bilder von anderen schönen Frauen gesehen hast, die große Lippen hatten? Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich schon. Einfach, weil ich dem Schönheitsideal wahrscheinlich auch mit entsprechen wollte. Das war natürlich in. Ne? Jeder wollte so aussehen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Grund war, warum ich gesagt habe, ich möchte das auch machen. Ja, hat so ein bisschen beeinflusst. Ja. Aber würdest du sagen, du liebst dich selbst? Hast du schon mal solche Übungen gemacht, wie gerade besprochen? Also, ich habe auch angefangen mit Affirmationen tatsächlich. Und einfach in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ey, ich fühle mich gerade einfach nicht gut, ich habe überlegt, mir die Lippen machen zu lassen oder sonstige Sachen, habe ich einfach drüber nachgedacht, was ist denn eigentlich überhaupt der Grund, warum ich das machen möchte? Also, wo ist das Problem, wo ist die Ursache? Also, ist es wirklich, dass ich mich einfach jetzt so nicht optisch schön finde oder hat das vielleicht einen ganz anderen Grund? Und dann bin ich eigentlich eher in mich gegangen und habe halt einfach, geschaut, was mein Triggerpunkt eigentlich ist und dementsprechend dann auch versucht, an mir zu arbeiten, meine Selbstliebe zu mir zu fördern. Und ich würde auch sagen, dass sich das, je älter ich werde, desto mehr empfinde ich auch Selbstliebe für mich. Meine Prioritäten verschieben sich einfach. Ich würde sagen, als ich jünger war, war meine Priorität viel mehr, ich muss jetzt dem Schönheitsideal entsprechen. Ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das hat sich auf jeden Fall im Laufe der Zeit geändert. Du kommst ja auch aus einer Kleinstadt. Was würdest du sagen? Gab es da, also hat dich das so ein bisschen beeinflusst? Gab es da negative Sticheleien, sage ich mal, vom Dorf? Oder war das ganz normal? Also was Social Media angeht, eher weniger tatsächlich. Also wahrscheinlich haben die auch geredet, aber ich habe es halt einfach nicht mitbekommen, beziehungsweise es hat mich dann auch irgendwann nicht interessiert. Ich mache ja Social Media auch noch nicht so lange. Ich würde sagen, hätte ich das früher angefangen, wo ich jünger gewesen wäre, wahrscheinlich hätte es mich mehr, getroffen. Mhm. Aber und so hast du dich einfach so ein bisschen davor geschützt, weil du einfach mit den Leuten auch gar nichts zu tun hast. Genau. Also das würde ich sagen. Aber im Generellen habe ich, bevor ich Social Media gemacht habe, trotzdem sehr viel negativen Zuspruch auch bekommen, weil ich halt eben gerne schon immer Bilder gemacht habe oder halt in dem Bereich gerne was gemacht habe, ohne dass ich jetzt weiß nicht wie viele Abonnenten hatte. Das auf jeden Fall. Habt ihr schon mal mit dem Thema Bodyshaming zu tun gehabt? Also ich würde sagen, jeder beantwortet die Frage mal. Ja, also auf jeden Fall. Ich würde sagen, bei mir hat das schon sehr früh angefangen. Dadurch, dass ich sozusagen zwischen zwei Schönheitsidealen auch aufgewachsen bin. Das Ding ist, dass ich halt von klein auf gesagt bekommen habe, achte darauf, wie deine Figur aussieht, wie du aussiehst im Generellen. Das war schon nicht so ganz einfach, gerade weil ich auch hier in Deutschland immer, also das ist jetzt nicht unbedingt auf den Body bezogen, aber im Generellen das Aussehen halt einfach als anders aussehend wahrgenommen wurde. Das wurde mir auch gesagt und da stand man dann so ein bisschen zwischen den Stühlen und es war schon nicht immer ganz so einfach auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Ich glaube, bei mir war es eher so, dass ich immer sehr, also vor allen Dingen, als ich kleiner war, so bis 18, sehr schlank war und darauf so ein großer Fokus war. Und als sich das dann halt so verändert hat, wenn man dann so zur Frau wird und nicht mehr so super dünn ist und egal was essen kann, dann glaube ich, merkt man auf einmal, ich glaube, ich habe mich daraus zu viel definiert, dass ich so diesen super schlanken Körper hatte, weil mir das auch immer gesagt wurde. Und mir hat einmal jemand gesagt, dein Aussehen ist das Langweiligste über dich. Und da denkt man erst so, wow, das ist gemein. Aber so meint man es gar nicht, sondern so, man ist so viel mehr als sein Aussehen. So, du bist Energie, das ist nur die Hülle. Und ich glaube, das hat bei mir so ein bisschen Klick gemacht. So, es ist nur ein Part, ein ganz kleiner Part von dem, was ich bin. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich eben nicht bodyshamed wurde. Also ich habe mit 12 meine erste Diät gemacht.
Habe dann abgenommen. Dann habe ich natürlich auch sehr diese Außenbewertung genossen, dass man sieht, ah, du schaffst es ja. Und habe halt immer diesen Spruch bekommen, ja, du hast aber so ein schönes Gesicht. Und also es ist kein Kompliment. Ne? Es ist eigentlich letztendlich, finde ich, ist jeder Mensch schön, so wie er oder sie ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach für sich herauszufinden, was du gerade gesagt hast, dass man mehr als sein Aussehen ist. Weil wenn man sich wirklich nur im Außen beschäftigt, verkümmert das Innere so sehr. Deswegen wirklich immer aufs Innere achten. Mentale Gesundheit ist so viel mehr als die perfekten Lashes und weiß ich nicht, was man alles optimieren lassen kann an seinem Körper. Ich glaube, dass Social Media es für uns alle sehr schwer macht, uns nicht zu vergleichen, wenn wir ehrlich sind, weil wir gucken alle nach links und rechts. Wir sehen, da ist jemand erfolgreicher, größer, kleiner, weiß ich nicht, welche Attribute man haben sollte. Und das macht es halt schwer. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, besonders mit jungen Mädchen und jung heranwachsenden Menschen darüber zu sprechen, dass Instagram eine Bubble ist. Und wir wurden alle erzogen, in einer Bubble zu bleiben. Und jetzt hat man irgendwann gemerkt, das bringt nichts, weil man dann also wirklich so einen Tunnelblick hat. Und da muss man halt mal rausgehen, um halt Diversität zu sehen und Menschen anderer Nationalitäten. Ich habe, also meine Mutter hat auch Migrationshintergrund und ich bin dann irgendwie auch, weiß ich nicht, mit mehreren Schönheitsidealen aufgewachsen. Einmal das hanseatische Deutsche, aber auch das polnische, wo dann halt auch sehr konservativ gedacht wird, die Frau muss so und so sein und sollte so und so aussehen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man für sich erkennt, wer man wirklich selber ist. Du hast ja gerade auch schon ein gutes Stichwort gegeben, und zwar mentale Gesundheit. Mhm. Ich bin ja auch der Meinung, viele Krankheiten entstehen dadurch, dass man sich nicht um seine mentale Gesundheit kümmert. Und man redet auch immer drüber, wie wichtig das ist, aber was macht man? Also, wenn ich mir jetzt das Video hier anschaue, was kann ich davon lernen? Was kann ich zu Hause anwenden? Also ich glaube, den Tipp, den ich geben kann, ist, da wo deine Angst ist, ist deine Aufgabe. Also ich hatte eine ganze Zeit lang die Angst, wirklich meine Wahrheit so zu leben. Ich hatte früher eine Essstörung, ich wollte darüber nie reden, ich habe mich immer versteckt, was das angeht. Und man kann auch mal eine innere Inventur machen. Also man nimmt sich einfach einen Zettel und schreibt so 10 Glaubenssätze, was man über sich denkt, so negative Sachen auf. Und schaut sich dann mal an, was da einfach in deinem Kopf so abgeht. Und dann streicht man diese Sätze durch und besetzt sie positiv. Und diese positiven Sätze kann man sich dann nochmal abschreiben und irgendwo hinhängen. Weil ich glaube, das, was wir über uns denken, das ist nicht immer per se richtig. Das ist anerzogen, anerlernt. Ja, ich finde das eine sehr schöne Übung auch. Also ja, hat mir immer sehr geholfen. Ja. Ich finde das, also es ist auch einfach wichtig, diese einfachen Übungen zu machen. Und die bewirken so viel, wie zum Beispiel diese Übung, die sage ich auch jedem. Das ist meine Lieblingsübung. aber die bringt so viel und das denkt man gar nicht. Und es fällt auch so vielen Menschen schwer, einfach in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich liebe dich. Das ist unglaublich. Also deine nächste Übung vielleicht noch. Ja, also ich glaube, wir wollen immer so diese eine große Übung haben, die alles verändert. Oder wenn Leute fragen, so was hast du gemacht? So, wir wollen die eine Sache hören, die wir noch nie gehört haben. Und ich glaube halt wirklich, es sind diese kleinen Dinge. Journalen, meditieren, Therapie, in den Spiegel sprechen, Affirmationen sagen, gesund essen, Spaziergang, mit Freundinnen sprechen. Also es sind wirklich diese kleinen Dinge, die so einen großen Unterschied machen, wo ich glaube, dass wenn wir da wirklich drauf achten, dass wir die immer wieder machen, das hat den größten Einfluss. Also du hast ja gerade auch Journal gesagt, du hast ja hier schon so ein kleines Buch liegen. Es gibt ja hunderte Journals. Also was ist da das Richtige oder auf was kommt es an? Worauf sollte man achten? Also ich bin großer Fan von grundsätzlich Journaling und habe schon so viele Journals. Ich glaube, ich habe angefangen, als ich so 13 war oder so. Es war schon irgendwie sowas, wo ich habe es geliebt, einfach zu schreiben, Dankbarkeitslisten zu machen. Und habe dann irgendwann gemerkt, oh, ich hätte gern so ein Journal, das Selbstliebe vereint, Dankbarkeit und auch Affirmationen, weil ich so ein großer Fan davon bin. Und habe dann gedacht, warum mache ich nicht ein eigenes Journal? Ich wollte auch, dass es sich so ein bisschen abhebt von denen, die es gibt, so vom Look. Habe deswegen auch nirgendwo Journals stehen, weil ich es ganz cool fand, so diese Idee, man weiß eigentlich gar nicht, was das Buch ist. Und vielleicht, ich glaube, oft ist auch so eine Hürde, wenn man vielleicht so ein Journal liegen hat, schaut jemand durch. Und da, glaube ich, ist es gar nicht so, dass man da durchschaut, weil es einfach so ein Deko-Piece sein soll auch. Ah. Mm. Zeig mal eine Seite her. Ja, super gerne. Love Me, die erste Seite ist, wie du dich selbst liebst, ist, wie du anderen beibringst, dich zu lieben. Dann habe ich am Anfang ein paar Übungen, wie man das Journal halt benutzt, warum noch ein Journal, 3 Schritte eben zu dir selbst, dann eben auch ein paar Ideen für Affirmationen, wie man sie anwendet.
Würdest du sagen, durch Selbstliebe ist man selbstbewusster? Ja. Ja, würde ich definitiv sagen. Also ich glaube, wenn man sich selbst liebt, dann hat man auch nicht so eine Angst, was denken andere von einem oder oh, wie komme ich rüber, sondern man macht sich darüber gar nicht mehr so viel Gedanken, weil man mit sich selbst im Reinen ist und nicht mehr so in diesem, oh, so unsicher ist. Also bei mir war es definitiv so und von dem, was ich mitbekomme mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ist es auch so. Es gibt ja viele Menschen auch in der Öffentlichkeit, die mit mentalen Problemen zu kämpfen haben. Nicht viele sprechen darüber in der Öffentlichkeit. Vielleicht hört man ab und zu mal, mir geht's gerade nicht so gut, aber das wird auch nicht so richtig ernst genommen. Was würdet ihr sagen, wie trägt Social Media dazu bei? Ist es eher positiv oder eher negativ? Vielleicht unsere Social Media Expertin? Also, ich würde sagen, es kommt halt immer drauf an, wen man konsumiert. Also wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich auch Influencer, die super dafür einstehen und sich stark damit beschäftigen, dass auch kommunizieren und transparent sind. Genauso gibt es halt eben Leute, die das Thema halt eher umgehen. Und ob es das fördert, wenn man richtig konsumiert und selektiert, ja, auf jeden Fall fördert das dann Selbstliebe, würde ich schon sagen. Ja. Also würdest du sagen, es ist einfach extrem wichtig, wem man folgt und vielleicht nicht nur den hübschen Mädels folgen, die auch nur hübsche Bilder posten, weil das ist ja auch das, worüber sich so viele beschweren auf Social Media, wobei man ja sagen muss, naja, du kannst dir ja selber aussuchen, was du dir anschaust auf Social Media. Es ist auch super schwierig. Ich meine, wenn man einmal auf der Explore-Page hängen bleibt, dann, ne? Dann ist man da auch super schnell gefangen. Aber ich glaube, man muss sich dann einfach mal selbst aus der, also die Situation erkennen, den Moment und das Gefühl, wenn man sich nicht gut dabei fühlt, rausnehmen und wirklich sagen, hey, hier, bis hierhin und stopp. Und mir hat es auf jeden Fall geholfen. Also ich habe wirklich früher sehr vielen perfekten Menschen gefolgt, die mir einfach nicht gut getan haben. Und dann dachte ich mir wirklich, was für einen Input geben die mir gerade? Ich fühle mich einfach nur schlecht, also habe ich den allen entfolgt und habe mich dann dazu entschieden, einfach eher lieber den Leuten zu folgen, die auch so Themen ansprechen, meine Probleme behandeln, mit denen ich zu strugglen habe und damit ich mich da auch irgendwie wieder finde in dem Ganzen. Also auf jeden Fall auch eine Anweisung, sein Social Media ein bisschen selektiver auswählen. Ja. Der Algorithmus funktioniert übrigens auch so, dass wenn man Sachen liked und kommentiert, dass einem von dem mehr Sachen angezeigt werden. Auch Hater-Kommentare, wenn ihr Hater-Kommentare schreibt. Ja, klar, sehr gerne. Instagram verdient natürlich mit unserer Anwesenheit auf der Plattform Geld. Also dieser Feed ist ja nicht umsonst endlos. Ne? Also hier, wir alle kennen dieses Scroll-Syndrom, das Scrollen und Gucken. Und deswegen wirklich auch, es gibt mittlerweile, glaube ich, den Ruhemodus, den kann man einstellen. Und man kann auch eben limitieren, also dass man Instagram auch für Content-Creator für sich zu einem sicheren Platz macht, dass man Kommentare limitiert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wie gehst du denn um mit so Hater-Nachrichten und Kommentaren? Also ich habe durch eine nicht so schöne Erfahrung auf Social Media halt gelernt, dass ich Social Media für mich zu einem sicheren Ort machen kann, indem ich halt Kommentare limitiere, auch das Followen, das Folgen limitiert habe eine Zeit lang. Und ich weiß genau, dass wer kein Issue mit sich selbst hat, hat nicht das Bedürfnis, andere Menschen anzugreifen. Ich habe noch nie irgendwie einen Hate-Kommentar oder eine Hate-Nachricht irgendjemanden geschrieben, weil ich immer weiß, auch wenn da ein Management dazwischen ist, da sitzt eine Person. Ja. Und Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Und das muss man halt, diese Balance muss man finden. Das ist sehr, sehr schwer. Aber natürlich gibt es Tage, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es trifft mich nicht. Ne? Natürlich gibt es Tage, an denen mich das auch trifft, an denen ich dann einfach mit einer Freundin drüber sprechen muss, mit meinem Partner oder auch mit meinem Sohn. Das tut mir dann auch wirklich gut. Und auch wirklich das Telefon weglegen und sich auch trauen, mal, weiß nicht, letztes Mal war ich das allererste Mal 3 Wochen in Urlaub und habe nur das konsumiert, was ich wollte. Das habe ich vorher nie gemacht. Also ich weiß gar nicht, wann ich 3 Wochen mal im Urlaub war. Das kann mich gar nicht, das ist mit 18 oder so. Also ich habe auch fast nie Social Media freie Zeit gehabt. Das mache ich jetzt aber bewusst, dass ich mal einen Tag weg bin oder 2. Und dann sage ich das oder mach's auch, erwähne es auch gar nicht. Also die Leute, die mir folgen, wissen das. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir wissen, wie viel auf der einen Seite, wie viel Macht ein gutes Wort hat. Und ich glaube immer daran, solange gute Worte mich treffen und solange mir Frauen schreiben, dass sie mir dankbar sind, dass meine Geschichte ihnen geholfen hat, dann ist das für mich so viel mehr wert als jedes blöde Kommentar. Hattest du schon mal mit Mental Illness zu kämpfen oder?
Also du meinst jetzt Depressionen oder mentale... Genau. Also ich würde nicht sagen, dass ich depressiv war oder so, aber ich hatte schon Phasen, da ging es mir mental richtig schlecht. Also das war auch wirklich letztes Jahr, kann ich wirklich so sagen, mir ging es letztes Jahr richtig furchtbar Ende des Jahres. Ich war am Überlegen, ob ich halt diese OP machen sollte oder nicht. Und ich habe einfach so viele Gedanken gemacht. Da kommt natürlich dann Existenzangst dazu. Ne? Wird man mich dann nicht mehr mögen, wenn ich jetzt auf einmal irgendwie anders aussehe? Das hatte ich schon. Das hat sehr viel mit mir gestruggelt. Also ich habe da wirklich sehr viel gestruggelt einfach. Ne? Und man wird aber im Leben immer wieder auf eine Probe gestellt. Und da kann ich auch wirklich immer empfehlen, geht zur Therapie. Sucht euch Menschen, mit denen ihr darüber sprechen könntet. Nehmt euch Zeiten, Auszeiten für euch. Lernt euch selber gut kennen. Also so Zeiten im Kloster war ich jetzt so, wo man mit niemandem redet. Einfach auch wirklich sich selber richtig gut kennenlernen. Ist unglaublich wichtig, weil man muss vielleicht auch mal im Leben mit sich mal ein bisschen alleine sein. Ja, also ich bin von Haus aus sehr glücklich eigentlich immer. Und das wird mir auch immer gesagt. Und kenne es eigentlich gar nicht so, dass man so Down-Tage so viel... Also wirklich, ich glaube, ich hatte immer einen sehr stabilen Mut und der war immer ziemlich hoch. Aber letztes Jahr und während Corona ging es mir gar nicht gut wegen der Trennung und so. Also da habe ich auch gemerkt, dass ich einfach total gestruggelt habe. Und letztes Jahr hatte ich total stark Ängste, was ich so noch nie hatte. Mhm. Also vor allen Dingen für so längere Zeit, wo ich auch nicht mehr so rausgekommen bin. Was ich schon so mal hatte, war so leichte Panik, Fliegen oder so. Aber letztes Jahr war es einfach für einen längeren Zeitraum, für so 6 Monate. Also meinst du jetzt Panikattacken, also in einer bestimmten Situation oder? Ja, schon. Ich glaube, ich habe es nie als Panikattacke gesehen. Also jetzt nur so kleine Beispiele. Man fährt abends mit dem Auto, es fährt ein Auto hinterher, ich bin im Urlaub irgendwo und ich kriege so richtig Herzrasen, weil ich denke, dass die uns ausraubt. Also halt so, ich dachte immer nicht, das sind Panikattacken, aber das sind Panikattacken. Mhm. Oder wenn ich irgendwie in der U-Bahn bin und mir irgendwas nicht passt, so dass mir total Herzrasen, wenn ich im Flugzeug bin, dass ich total Ängste habe. Also... Und es war letztes Jahr einfach relativ lang für meine Verhältnisse. Also nicht so ein Moment und dann war es wieder weg, so wie ich es schon mal länger, also wie ich schon kannte, sondern es war einfach so 6 Monate, dass ich einfach Ängste hatte, die bezogen waren auf die Gesundheit. Und jedem, den ich sage, der sagt so, hä, warum? Ich esse super gesund. Also ich achte du bist ja auch ein Coach dafür, du bist ja auch Coachings. Mhm. Wie kann das passieren, dass dir sowas passiert? Also ich glaube erstmal, es war für mich... Also ich habe oft, glaube ich, so Sachen nicht so ernst genommen und ich glaube, dass mir das auch irgendwo passiert ist, damit ich weiß, mehr Empathie auch für Menschen habe, die das so empfinden. Und ich glaube auch, dass da einfach noch total viele Kindheitstrauma und noch viele Sachen waren, die ich aufarbeiten durfte. Ich war auch in Therapie die ganze Zeit und nach 6 Monaten wurde es besser. Aber ich meine, die Idee, dass ein Coach ja nicht seine eigenen Themen hat, das wissen wir. Also ja, absolut, 100%. Also ich bin ja auch auf diesem Weg zu lernen und da kommen immer wieder Sachen auf mich zu, wo ich lernen darf. Und das war einfach so eine Phase, wo ich gemerkt habe, ah, okay, so, das kannte ich einfach so nicht. Jasmin, hast du auch Erfahrung damit gemacht? Ja, also ich würde sagen, früher war das auf jeden Fall stärker, dass ich auch Phasen hatte, wo es mir einfach nicht gut ging, wo ich nicht gerne rausgegangen bin, wo mich auch Kommentare viel mehr getroffen haben. Jetzt gerade habe ich auch eben gelernt, wie ich damit umzugehen habe, sodass, wie auch schon gesagt wurde, dass ich für mich weiß, was bis wohin und was okay ist und was halt eben nicht. Aber natürlich heißt es nicht, dass ich jetzt komplett frei von Selbstzweifeln bin und mich sowas halt eben nicht trifft. Natürlich ab und zu. Aber ich würde sagen, dass ich einfach meinen Weg da einfach ganz gut gefunden habe. Also machst du auch tägliche Übungen? Weil ich finde, es ist immer so ein Vorurteil, dass man sagt, wenn eine Person angeblich den perfekten Körper hat, das perfekte Gesicht hat, was auch immer das heißen soll, dass diese Person keine Probleme hat oder nicht mit sich selbst zu kämpfen hat. Ja, stimmt das? Nein, stimmt nicht. Also ich habe auch meine Selbstzweifel und ich finde auch Sachen an mir nicht gut. Mich stören auch Sachen. Aber wie ich vorhin auch schon kurzzeitig gesagt habe, wenn ich merke, ich bin in einer Situation und mir kommt ein Gefühl auf. Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach schlecht, ich vergleiche mich. Dann nehme ich mich eigentlich aus der Situation immer raus, versucht dann die Emotionen aber beizubehalten und wenn ich dann für mich sein kann, kurz auch einmal aufzuschreiben und zu fragen, was habe ich in dem Moment gefühlt, warum und was war jetzt der Triggerpunkt? Also sehr reflektiert auch. Ja, einfach um herauszufinden, weil meistens hat das ja auch eine ganz andere Ursache, eben auch
mit den Glaubenssätzen, die vorhin auch schon kurzzeitig angesprochen worden sind. Ja, also es ist halt... Es ist ein stetiger Prozess. Es ist einer, ja. Und man wird nie da ankommen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Selbstliebe gelernt und das ist es jetzt. Sondern man muss es immer wieder üben und darf es auch nicht vernachlässigen. Ja, genau, es kommen ja auch immer wieder Hürden. Ne? Und man wächst ja auch immer weiter daran. Und genau. Ja. Ich hätte auch noch was dazu zu sagen, also was mir total geholfen hat in der Zeit, als ich so diese Ängste hatte, ist, dass ich mir so einen Zeitraum gegeben habe, wie lange ich damit so, was heißt strugglen darf, aber so, ich habe mir so 6 Monate gegeben und nach den 6 Monaten muss es deutlich besser geworden sein. Und ich glaube, wenn man manchmal, oder wenn man sich unwohl zum Beispiel in seinem Körper fühlt, dass man merkt, okay, ich fühle mich jetzt schon ein paar Monate unwohl, was kann ich jetzt aktiv machen? Und für mich war es dann wirklich, okay, ich gehe zur Therapie, ich mache noch mehr die Dinge, die mir gut tun. Und ich habe halt wirklich gemerkt, dass in diesen 6 Monaten super viel passiert ist. Ich glaube, hätte ich nicht dieses Zeitframe mir gegeben, hätte ich so ein bisschen so mich vielleicht verloren, auch manchmal ein bisschen Mitleid oder ist einfach, wie es ist. Aber es war so ganz klar, Anna, so, dann machst du jetzt mehr Therapie, machst noch mehr davon von. Und nach 6 Monaten, also ich habe jetzt gerade gar keine Ängste mehr. Also so, ich habe einfach gemerkt, so okay, diesen Zeitraum habe ich mir gegeben und habe nicht so in diesem selbstsabotierenden, oh, so habe ich da verloren. Was, in dem ich, Selbstmitleid manchmal, gebadet. Ja, genau. Mhm. Im November war ja jetzt auch der Monat für die männliche Gesundheit. Vielleicht, also hier sitzt jetzt leider kein Mann, aber vielleicht kannst du was dazu erzählen. Also ich glaube, dass wir nochmal, um das Thema Selbstliebe darauf zurückzukommen, geweint wird im 5-Sterne-Hotel in der Dubai-Mansion, dass Menschen, die vermeintlich das perfekte Leben haben, sind unglücklich. Niemand von uns ist dauerhaft glücklich. Das wäre auch gelogen zu sagen, das Leben ist immer toll und perfekt. Ich glaube, dass wir auch die männliche Seite berücksichtigen sollten, also männlich gelesene Menschen, dass man halt sagt, Mensch, das schaffst du schon, ne? Dieses auf die Schulter klopfen ist ja nicht so, wir kennen alle dieses blöde Sprichwort, dass Männer halt nicht weinen sollten oder so. Ich glaube, das ist total blöd, Menschen das generell abzusprechen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da das Thema von vielen Seiten sich anschaut. Und Selbstliebe ist halt echt schwierig. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung heutzutage, wenn man sagt, ja, ich liebe mich, das setzt viele Menschen unter Druck, sich lieben zu müssen. Ich glaube, man muss sich nicht immer toll finden und immer jeden Tag aufstehen und sich Affirmationen sagen. Ist wichtig, so habe ich das auch gelernt, aber es gibt auch eine Zeit lang, wo man da vielleicht gar keinen Bock drauf hat. Ich glaube, solange man für sich einsteht, ist schon mal Hälfte der Miete. Ich glaube auch, dass es einfach verschiedene Zeitpunkte im Leben gibt, wo man vielleicht mal mehr mit sich auseinandersetzt und dann aber auch mal einen Moment hat, wo andere Dinge wichtiger sind, wenn man zum Beispiel Mama wird oder so. Und es ist fein. Also so, und sich da auch nicht zu verurteilen. Ich glaube, das ist der größte Schritt in der Selbstliebe, dass da, wo man gerade ist, dass es richtig ist. Und ich muss das nicht so machen, weil jemand anders es mir so gesagt hat. Also ich muss nicht jeden Tag die Übungen machen, sondern es ist auch okay, wenn ich 2 Wochen keine Zeit dafür habe. Deswegen bin ich nicht schlechter, sondern ich mache nach 2 Wochen halt dann einfach wieder weiter. Genau. Und es ist nicht schlimm. Absolut. Ich glaube, so dieses komplett raus sein, ich glaube, dann hat man manchmal so das Gefühl wieder, ah, wo bin ich gerade? Also so, dass man sich einfach vielleicht so ein bisschen, deswegen aber so diese Phasen, wo es einfach mal eine andere Phase ist, great. So, also es gibt unterschiedliche Phasen im Leben und da darf man sich auch in dem Moment einfach, ja, darf man da sein, wo man ist. Also einfach mal sein. Ja, und einfach auch zufrieden und dankbar, ja, sein. Das ist ja absolut, auch eine ganz einfache, aber auch schwierige Übung. Das stimmt. Du hast ja auch einen Sohn. Ja. Wie bringst du deinem Sohn das bei? Also sagst du ihm da jeden Tag was oder wie alt ist dein Sohn eigentlich? Mein Sohn ist 20. Oh. Entschuldigung. Also ist nicht schlimm, aber was mir aufgefallen ist, mein Kind, also mein Sohn ist, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, weil er halt ein Junge ist, aber der kennt dieses Körperunzufriedensein, das kennt er nicht. Das war auch nie ein Thema. So, und ich habe einfach mir war wichtig, egal wie sehr ich mit mir gestruggelt habe, ich habe nie vor dem Spiegel gestanden, habe gesagt, ich hasse mich, ich mag mich nicht oder ich muss jetzt das und das machen, gar nicht. Also das hat er nicht mitbekommen. Ich habe ihn immer in seinem Sein bestärkt und habe eher den Fokus drauf gelegt, dass er, ich weiß nicht, der hat in der Big Band gespielt, also ich habe ihn eher so dieses Kreative so völlig sich entfalten lassen, ne? Also das war mir einfach viel wichtiger. Ich habe gedacht, der geht seinen Weg schon, das wird er schon machen. Und würde ich heute ein Kind nochmal bekommen, ich würde es genauso machen. Also
also wirklich das Kind bestärken im Sein und Interessen fördern, das ist extremst wichtig. Und wirklich dieses Mädchen, dieses typische Mädchenthema, sage ich mal, oh, du bist so schön. Und na, also ich habe ein kleines Patenkind, die ist 4 jetzt, wird 5. Da merke ich halt auch, die Leute wollen ihr in die Haare fassen, sie ist Deutsch-Brasilianerin. Da denke ich immer, oh Mann, ey, Leute, lass das. Ne? So. Oder dieses, dass man sich darauf fokussiert, dass sie nur mit Barbie spielen soll. Das finde ich ganz schlimm. Also ich würde sagen, Kinder einfach so lassen, wie sie sind, sich entfalten lassen. Kinder sollen glücklich sein. Das ist das Allerwichtigste. Schön. Wie alle Menschen, ne? Und absolut, wir als Eltern absolut. Sind dafür verantwortlich, das den Kindern beizubringen. Ja. Ich habe auch aber das Gefühl, dadurch, dass wir immer mehr auch in der Öffentlichkeit, auch Brands, mehr darüber sprechen, dass die nächste Generation da vielleicht ein bisschen besser dran ist als wir. Also, dass das einfach den Kindern auch anders beigebracht wird. Seht ihr das auch so? Ja, also ich glaube auch, ich habe tatsächlich ein Kindermalbuch mit Affirmationen rausgebracht, weil ich gemerkt habe, dass mein Patenkind einfach mir alles nachmacht. Also, und dachte mir so, okay, wie kann man das Thema irgendwie spielerisch ihr weitergeben? Und sie liebt es. Und natürlich, sie ist 2 Jahre alt, ich bin hübsch, versteht sie schon, oder ich bin intelligent, oder ich bin gesund, ich bin ein Glückskind. Glückskind vielleicht noch nicht, aber so ein paar Sachen greift sie schon auf. Und ich glaube, Kids machen alles einfach nach. Und wenn man da selbst schon so ein bisschen was vorlebt, auch als vielleicht noch nicht Mama, sondern als Patentante, glaube ich, kann man da schon einfach einen großen Part irgendwie dazu beitragen. Hast du vielleicht Geschwister oder Kinder in der Umgebung? Ja, also ich habe eine Schwester, aber die ist auch schon ein bisschen älter. Also, aber ich glaube auch wirklich, dass wir die Generation sind, wo halt einfach mehr Bewusstsein eben geschaffen wird für diese ganzen Themen. Und wir beschäftigen uns so sehr mit uns selbst und mit unseren Problemen, versuchen das alles aufzuarbeiten. Und ich glaube, das hat vorher einfach nie Zeit gefunden oder beziehungsweise Priorität auch vielleicht gehabt einfach. Und deswegen glaube ich halt auch einfach, dass die Kinder, die jetzt aufwachsen werden, davon schon profitieren einfach. Und ich habe eine kleine Cousine und da versuche ich das, was ich natürlich für mich auch gelernt habe, auch irgendwie umzusetzen beziehungsweise anders ranzugehen auch an die Sache. Ja. Habt ihr dann vielleicht noch so Schlussworte oder einfach oder einen Tipp, je nachdem, wenn jetzt hier dieses Video eine junge Frau, ein junger Mann anschaut, der so vielleicht gerade in der Selbstfindungsphase ist. Was möchtet ihr noch mit auf den Weg geben? Du bist großartig. Ich glaube, das sagen wir uns selbst viel zu selten und ich glaube, wir sagen es auch anderen Menschen viel zu selten. Also deswegen, du bist großartig. Ich würde sagen, mach dein Ding. Das, was, wonach du strebst, was immer das ist, vielleicht ist es für deine Familie, für deine Herkunftsfamilie nicht in Ordnung, deine Berufswahl oder was auch immer. Mach einfach dein Ding, finde deinen Weg. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Sei gut zu dir. Sehe Selbstliebe nicht als egoistisch und Me-Time nicht als egoistisch an, sondern wirklich lerne dich gut kennen. Denn letztendlich ist die längste Freundschaft, die du mit jemandem haben kannst, die mit dir selbst. Und ich möchte noch einen Tipp geben an Lehrkräfte. Auf darf.com gibt es einen Leitfaden für den Umgang mit sozialen Medien, gerade auch für Lehrer. Die können sich dort Informations- oder Elterninformationsmaterial beschaffen. Da kann man dann mit seinen Kindern gut in den Austausch gehen. Was ich noch sagen würde, ist auch, dass man sich seinen Ängsten stellen sollte. Einfach wirklich sich selber auch einfach mal pushen, out of your comfort zone. Ich weiß, das ist total unangenehm und es ist auch nicht immer schön, aber nur so kann man halt auch einfach wirklich daran wachsen, sehen, was man möchte, wie man sein möchte, was für ein Mensch man vielleicht auch einfach sein möchte. Und dann findet man auch seinen Weg. Ich finde, es waren wunderschöne Schlussworte. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe die Mädels natürlich in der Infobox verlinkt. Ihr könnt gerne auf den Kanälen vorbeischauen und den Kanal abonnieren, Like da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.